Hey, schön, dass du da bist. Ich zeige dir wieder, was ich in einer Woche als Veganerin so esse. Das ist jetzt nicht die eine perfekte Ernährung, sondern ich esse eigentlich einfach das, worauf ich so Lust habe. Vielleicht findest du ja ein bisschen Inspiration. Zum Brunchen gibt es bei mir einen Bagel. Ich verteile eine halbe reife Avocado auf den Bagel und zerdrücke sie mit einer Gabel. Dann wird die Avocado gesalzen und gepfeffert. Etwas Feldsalat darauf verteilen, sowie Gurke und Tomate, die werden auch noch mit Salz und Pfeffer gewürzt. Auf der oberen Hälfte verstreiche ich vegane Mayo. Ich halbiere mir den Bagel, damit ich ihn besser essen kann. Das war echt mega lecker. Ich habe eine Handvoll Cashewnüsse für 15 Minuten in heißem Wasser einweichen lassen. Das schütte ich jetzt in ein kleines Mixgefäß und würze es mit Kurkuma. Bei den Gewürzen habe ich mich aus Versehen auch leicht vergriffen und Koriander dazu gegeben, hat aber dem Geschmack nicht geschadet. Dann mit Zwiebelpulver weiterwürzen, Dill, Paprikapulver, Pfeffer, etwas Salz, ein Teelöffel Gemüsebrühenpaste oder Pulver. Die Nudeln kochen. In der letzten Minute habe ich noch zwei Hände voll frischen Spinat dazu gegeben. Die großen Blätter habe ich vorher etwas zerrupft. Dann werden die Cashews mit dem Mixer zu einer cremigen Soße verarbeitet. Die Nudeln abtropfen lassen und dann wieder in den Topf geben. Den Herd auf die niedrigste Stufe einstellen und die Soße unterrühren. Die Soße dickt noch etwas nach. Deswegen habe ich mir beim Abschütten der Nudeln noch etwas Pastawasser aufgehoben und schütte das jetzt auch noch dazu. Fertig ist die super leckere und cremige Pasta. Ich esse sie mit einer Handvoll Feldsalat. Am Abend habe ich mir einen veganen Donut geholt. Ich hatte eine leckere Wontonsuppe und habe noch ein paar Bissen von einer Nudelpfanne mitgegessen. War beides sehr lecker. Das Restaurant war total süß und hat mir auch von der Einrichtung sehr gut gefallen. Übrigens ist die ganze Speisekarte dort vegan. Zum Abendessen hatte ich einen veganen Burger von Hans im Glück. Am nächsten Tag waren wir wieder vietnamesisch essen. Auch das hat super lecker geschmeckt. Und das Restaurant hatte auch ein paar tolle vegane Auswahlmöglichkeiten. Später gab es für mich nochmal einen Donut. Und zum Abendessen eine Portion Pommes mit Ketchup. Brokkoli und Blumenkohl in Salzwasser köcheln. Ich habe auch vom Brokkoli den Stiel und vom Blumenkohl die Blätter benutzt. Nach 3 Minuten hole ich das Gemüse wieder aus dem Wasser raus. In den gleichen Topf bereite ich asiatische Nudeln nach Packungsanweisung zu. Das ganze Gemüse von eben hacke ich in kleine Stückchen, so wie eine halbe Zwiebel. Die fertigen Nudeln stelle ich zur Seite. Außerdem habe ich mir etwas von dem Nudelwasser aufgehoben. Im gleichen Topf brate ich die Zwiebeln in veganer Margarine an. Wichtig ist dabei immer mal wieder gut umzurühren und den Herd nicht zu heiß einzustellen, damit nichts anbrennt. Dann gebe ich nochmal etwas Margarine dazu und auch das gehackte Gemüse. Zugedeckt auf niedriger Stufe 1 bis 2 Minuten andünsten und zwischendrin umrühren. Mit Paprika, Zwiebelpulver, Pfeffer und Petersilie würzen. Ein wenig Nudelwasser dazugeben und für 1 bis 2 Minuten einköcheln lassen. Jetzt zerdrücke ich das Ganze noch ein bisschen. Dann kommen die Nudeln dazu und ich vermische alles gut miteinander. Gebe noch etwas Reisessig, einen Schluck Sojasauce und ein paar Spritzer Zitronensaft dazu. Weil das Nudelwasser und die Sojasauce schon salzig sind, habe ich nicht nochmal extra Salz zugefügt. Dafür aber noch etwas Koriander. Am Abend gab es Tortilla Wrap. Den belege ich mit gewaschenen Bohnen, welche ich mit einer Gabel etwas zerdrücke und mit Paprika, Zwiebelpulver, Pizzagewürz, Salz und Pfeffer würze. Dann gebe ich ein paar angeröstete Zwiebeln dazu, etwas Mais, gewürfelte Tomate, etwas veganen Joghurt, Gurke und Salat. Dann wird der Wrap zusammengefaltet und von beiden Seiten kurz goldbraun angebraten. Dazu gab es dann noch Pommes aus dem Ofen. Ich brate gehackte Zwiebeln an. Dazu kommt die andere Hälfte der Dose Bohnen von gestern. Die habe ich vorher abgespült.
Mit Salz, Paprikapulver, Zwiebelpulver, Pfeffer, Pizzagewürz oder italienischem Gewürz und Tomatenmark würzen. Nach 2 Minuten gebe ich noch etwas Mais und einen halben Teelöffel Gemüsebrühenpulver dazu. Nach weiteren 2 Minuten kommen 2 frische gehackte Tomaten und nochmal etwas Pizzagewürz dazu. Kurz weiterköcheln lassen und dann gewürfelte gekochte Kartoffeln dazugeben. Gut vermischen und 1 bis 2 Minuten zusammen anbraten. Ich habe noch etwas Sojajoghurt und Petersilie darüber gegeben. Am Abend waren wir thailändisch essen. Da hatte ich Gemüse und Tofu süß-sauer und Reis dazu. Ich rühre Gemüsebrühe unter ca. 1 Liter Wasser. Ich habe bereits eine halbe Zwiebel und eine Karotte gewürfelt. Zusammen mit ein paar Tiefkühlkarotten gebe ich das Gemüse sowie eine Knoblauchzehe in die Brühe. Das würze ich noch mit Paprika, Zwiebelpulver, Pfeffer und Koriander. Dann lasse ich das Ganze 7 Minuten zugedeckt köcheln. Ich habe einen halben Brokkoli und Blumenkohl in kleinere Röschen zerteilt. Auch die Blätter vom Blumenkohl habe ich verwendet und gebe das Ganze in die Suppe. Das lasse ich 4 Minuten weiter köcheln, dann gebe ich asiatische Nudeln dazu. Wenn die Nudeln weich geworden sind, ist die Suppe fertig. Ich habe dann noch einen Spritzer Zitrone für die Frische dazugegeben. Ich mache einen Kartoffelauflauf. Dafür habe ich bereits Kartoffelscheiben in einer Auflaufform verteilt. Die würze ich mit Salz, Pfeffer, Thymian, Rosmarin, Muskatnuss und Zwiebelpulver. Ich habe eine Handvoll Cashewkerne in heißem Wasser für ein paar Minuten eingeweicht. Dazu gebe ich etwas Gemüsebrühe und Pfeffer. Dann wird gemixt. Zu der selbstgemachten Cashew-Sahnesoße gebe ich noch etwas Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Zwiebelpulver. Gut verrühren. Den Ofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Dann gebe ich die Soße über die Kartoffeln. Das wird alles auch nochmal gut miteinander vermengt. Dann kommt der Auflauf für 40 Minuten in den Ofen. Nach diesen 40 Minuten hole ich ihn raus und verteile veganen Streukäse darüber. Man kann natürlich auch noch etwas mehr nehmen als ich. Der Auflauf kommt jetzt nochmal für 20 Minuten in den Ofen. Dann ist er fertig. Ich streue noch etwas Petersilie über meine Portion. Zum Frühstück gibt's einen Wrap. Dafür mache ich Tofu-Rührei. Den gepressten und zerkrümelten Tofu habe ich in einer Pfanne angebraten. Wenn er leicht goldbraun ist, würze ich mit Paprikapulver, Kurkuma, Zwiebelpulver, Salz und Pfeffer. Vermischen und kurz weiter anbraten. Dann gebe ich etwas Pflanzenmilch dazu. Wenn die Pflanzenmilch verkocht ist, ist das Tofu-Rührei fertig. Ich habe nochmals mit Paprikapulver und Pfeffer nachgewürzt. Dann verteile ich das vegane Rührei auf einem Tortilla-Wrap. Für den Eigeschmack streue ich eine Prise Kalanamak-Salz darüber. Außerdem belege ich den Wrap noch mit einer gewürfelten Tomate, 2 Gurkenscheiben, beides habe ich vorher mit Salz und Pfeffer gewürzt, und Feldsalat. Da habe ich dann schon gemerkt, dass der Wrap ganz schön voll geworden ist. Ich habe dann mein Bestes gegeben und versucht, ihn zusammenzulegen. Dann habe ich ihn von beiden Seiten kurz in derselben Pfanne angebraten. Beim Wenden ist er mir dann wieder auseinandergefallen. Ich habe ihn dann aber einfach so mit Messer und Gabel gegessen. Zum Mittag und Abendessen gab es die Reste vom Kartoffelauflauf. Abends habe ich noch eine Breze dazu gegessen. Bitte nicht über meine Stimme wundern, ich war etwas erkältet. Das war's dann auch schon wieder mit der Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen.